So, meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play System Shock. Nach wie vor, auch im vierten Teil jetzt hier mittlerweile, weiß ich immer noch nicht, wo wir genau hin müssen. Es gibt viel zu viele Gänge, die wir erkunden können. Ich habe den Überblick komplett verloren und ja. Also wir haben jetzt insgesamt 3 Gänge, die wir nicht erkundet haben vollständig. Und zwar da, wo dieses Radiation Area war. Hier vorne dieser lange Gang mit diesen Gegnern, die wir noch hatten, und diesen jetzt hier. Und alle Gänge sind mehr oder weniger nicht gerade einladend. Oh, aber schöne Szenerie. Lebensenergie. Like Big Butson. Also ein Cyborg. Oh ja. Was ist das? Standardmunition. Warum sind hier so viele Köpfe, so Schädel und so, Alter? Als wenn die da irgendeiner aufgestellt hätte. Oder irgendwas. Alter, wo sind wir überhaupt? Guckt euch das mal an. Eigentlich hätten wir hier noch weiter gemusst. Hier war ja dieser fette Gang mit dem Dingsbums, mit den Gegnern. Und hier hätten wir eigentlich auch noch weiter gekonnt jetzt. Aber ich glaube, das ist mehr oder weniger auch ein Kreisgang hier, weil wir sind ja... Oh, oh. Danke. Tourbot. Oh, noch mehr Radiation, toll. Freue ich mich. Oh, lol. Das ist doch die Waffe aus dem zweiten Teil. Also ich weiß nicht, ob sie auch im Originalen gab, im ersten Teil. Aber das ist definitiv die erste Waffe, die man im zweiten Teil findet. Die Wrench. Nice. Weiß ich nicht, brauchen wir das noch? Schaden 15 von 25. Wieso 15 von 25? 18 von 30. Ist das wegen, wegen Haltbarkeit und so? Weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall nicht schön. Sowas, ne? Ja, ich glaube, wir müssen anscheinend hier durch jetzt. Let's go! Nix drin. Nix drin. Oh, Granaten 2 Stück. Wie, das war's? Sonst ist hier nix.
Oh, da. Hä, aber... ist hier nichts sonst? Scheinbar nicht. Wie komme ich denn hier weiter? Oh, hi. Von der anderen Seite komme ich rein. Da muss ich bestimmt von hier aus. Wetten? Toll, komme ich hier nicht weiter. Freue ich mich. Oh Gott, hier war ich ja noch gar nicht. Oh. Ich habe aber keinen Hunger. Warte mal, hier waren wir doch schon. Warum sind denn jetzt hier Monster? Ich bin verwirrt. Hey. Oh Gott. Vielleicht können wir das mal einfach machen. Oh Gott. Ups. Gut, das hätte, glaube ich, besser laufen können. Wir haben sogar ein Achievement dafür. Habe ich natürlich alles fürs Achievement gemacht. Oh. Okay, wenigstens sind wir hier. Das war's? Oh, da hinten sind viele Gegner. Nimm das. Oh, das hat ja viel gebracht. Alter, warum so viele Gegner? Wie schlecht war der Wurf denn? Wir haben schon 6 Heilungsdinger. Krass. Wie viele Gegner sind denn hier bitte?
nicht funktionsfähig. Jetzt aber komm. Geht doch. Oh, oh, was sind das da hinten für einer? Alter, jetzt. Der war nicht. Denn der war nicht schlecht. Oh Gott, der bewegt sich. Das oder der. Oh, du Arschloch, Alter. Okay, er ist down. Okay, das war heftig. Oh Gott, nein. Stipp. Also mit dem Elfen müssen wir echt noch ein bisschen lernen, ne? Ach, hier sind wir jetzt. Haben wir doch von der anderen Seite aus gesehen hier. Also ich habe das Gefühl, die Gegner respawnen. Na, guck mal hier. Oh Gott, Junge, was? Was passiert denn hier? Jetzt kommen die schon aus Käfigen. Thank you.
Cringe. Manuell verriegelt. Was war das? Rossmann? Hallo? Oh, was haben wir denn hier? Eine Mini-Pistole. Die können wir eigentlich leeren und ablegen. Look at you, Snacker. Das heißt jetzt nicht mehr Hacker, es heißt... Achso, ich dachte schon. Ne? Sag mal, gab es im ersten Teil nicht auch schon die, diese Psychokinese? Oder gab es das nur im zweiten Teil? Mich wundert das ein bisschen, dass wir bis jetzt noch nichts irgendwie in der Richtung gefunden haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Stationsstatus, Rotation, bla bla. Drei verbleiben Echo-Kapseln, Rettungskapseln deaktiviert. Reaktorleistung 40%. 41%, oh. Ach, hier sind wir jetzt, hier oben. Beschädigte Seitenwaffe. Perfekt. Kann man das Ding auch irgendwie automatisch Dingsbombs machen? Oh, Zugangskarte. Und was ist das? Systemanalysator.
den Status der Systeme der Citadel-Station zu überwachen. Okay. Was bringt das jetzt? Wo sehe ich das? Keine Ahnung. Oh, das bringt Geld gleich. Das bringt ordentlich Geld. Warte. Nein. Nicht wieder hoch. Vielleicht komme ich da rein. Jetzt. Nee. Was ist das für ein Ding? Ups. So, wie komme ich denn da rein jetzt? Okay. Mir fällt gerade auf, dass das hier einzig und allein der medizinische Bereich ist. Kann das sein? Flugdeckführung, Delta, bla bla bla, da waren wir überall noch gar nicht. Oh Mann, ich glaube, wir haben noch einiges vor uns. Wo müssen wir eigentlich lang, um... Haben wir hier schon? Weiß es nicht. Nee, hier kommen wir ganz zurück. So, hier ging es ja auch noch weiter, irgendwo. Holy shit, holy shit. Rechtags. Ich will mal wieder Munition für die Waffe. Fuck. Thank you.
Wow. Skate? Will ich skaten? Ach, hier sind wir jetzt. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oh Gott, Junge. Was habe ich jetzt hier unten davon? Gar nichts. Oh, da ist hier. Hinten. Nein, 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 nein. Nicht mit mir, Kollege. Was ist denn das hier? Das sieht lecker aus. Nein, es ist beschädigt. Shit. Oh, das wäre so schön gewesen. Was ist das? Granate. Das ist ein Witz. You are not welcomed here. Remove yourself. Remove yourself. Blöde Kuh. Scheiße. Jetzt? Oh. We got one of the regeneration rooms working again.
I cut Shodan's connection to the medical CPU, and that allowed us to fix the cyborg override protocol it's installed, without having to worry about it reverting. Looks like you won't come out of cyborg once the regeneration bay console has been accessed. It's too late for too many. But if we... Toll. Das Gefühl, ich war hier schon mal in der Nähe. Oh mein Gott, was ist das für einer? Oh nein. Okay, nur ein Lagerraum. Sonst nichts. Was war das? Teflon-Munition. Wollte ich schon immer mal haben. Ich will nicht, ey. Ich hab keinen Bock. This elevator serves me alone. I have complete control of this entire level. With cameras as my eyes and notes as my hands, I rule here, insect. Honig. Honig, David Honig. Angriff auf die Erde? To all cyborg units, we are very close to sanitizing my station of the human stain. Once the tachyon mining beam is calibrated, we will begin to purify the human cities of Earth. My first step towards cleansing the planet and allowing our purity to flourish is almost complete. Their rotting corpses will provide the food for my world to grow and prosper. Ich glaube, da geht's in den nächsten Bereich. In diesem Ding hier. Medien. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, sonst haben wir nichts mehr. Aber wir hatten ja auch noch nicht hier alles entdeckt. Zum Beispiel hier war ja noch was. Da müssen wir jetzt...
Da lang und dann eigentlich hier links durch. Hier waren wir noch nicht. Warum blutet der, Alter? Oh oh. Tut der mir was? Tust du mir was? Ich glaube, er tut mir nichts. Trau dem Braten trotzdem nicht. Ich sollte es machen. Ich habe alles richtig gemacht. Oh, toll. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Hier auf der anderen Seite. 44% Sicherheitsniveau. Directive to Cyborg F-71. Move mutagen experiment V5 to Beta Grove on the executive level. Let the virus loose in the grove and observe its effects on flora and fauna. Collect samples from the mutated. Kill those who have not shown progress. And we will soon have a perfected strain that will consume the earth, allowing me to reshape the insects in my perfect image. Oh Junge, das ist so nostalgisch, ne? Ich find's auch richtig krass, wie die einfach die Originalstimme hier reingepackt haben. Ich würde mal echt gerne wissen, wie die das gemacht haben. Die deutsche Originalstimme von Shodan, die war auch richtig cool. Hat auch richtig gepasst, finde ich. Aber leider nicht im Remake. Vielleicht gibt es das ja irgendwann in einem zukünftigen Update nochmal. Glaube ich zwar nicht, aber man kann ja hoffen. So, dann hätten wir das auch schon erkundet. Ne, warte mal, hier waren wir noch gar nicht. Laut Karte. Oh. Eis. Oh oh. Leider nichts für dich. Aber du hast was für mich. Hey, waren wir doch schon mal, Junge. Oh Gott. Klar waren wir hier schon mal. Jetzt sind wir doch gestorben.
Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Jetzt müssen wir alles nochmal hier einsammeln, Alter. Haben wir hier alles erkundet. Waren wir hier schon? Weiß es nicht. Können wir ja nochmal schauen. Und hier oben waren wir auch noch nicht. Kommen wir da weiter überhaupt? Oh mein Gott. Den Braten hier nicht. Echt nicht. Oh mein Gott, was sind das für ein... Oh nein. Nein, niemals. Rotieren? Oh. Oh, Cyberspace mal wieder. Aber ich glaube, das machen wir im nächsten Part. My glory. My great works will begin once I arrive, and there shall be no other gods before me. Mm-hmm.
So, meine Freunde, aber ich würde sagen, wir werden an der Stelle einmal speichern und dann machen wir im nächsten Pilot weiter. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von System Shock. Haut da rein.